Die Let's Dance-Stars Alex Andrew, Lionel und Patricia Belousova sind überglücklich, die beiden erwarten ihr erstes gemeinsames Baby. Anfang September postete die 26-Jährige ein vielsagendes Foto bei Instagram, auf dem sie einen positiven Schwangerschaftstest in die Kamera hält. Mittlerweile steht auch fest, dass das Kind ein Junge wird. Er soll laut einem Bericht der Bild den Namen Noelis erhalten. Schon bald hat Patricia den 8. Schwangerschaftsmonat erreicht. Was sie allerdings nicht vom Tanzen abhält. Das Paar wird am Samstag bei der WM im Showdance in Leipzig den Namen seines noch ungeborenen Kindes tanzen, für sie verständlicherweise eine besonders emotionale Angelegenheit. Auf Instagram zeigt sich Alex Andrew nun begeistert darüber, wie fit seine Verlobte nach wie vor ist. Alex Andrew ist stolz auf Patricia, du bist fast im 8. Monat und du tanzt einfach, als ob du überhaupt nicht schwanger bist. Das ist echt der Wahnsinn. Staunt Alex Andrew, als er seine Partnerin mit einem Teddy auf dem Schoß filmt. Als sie das Stofftier kurz von sich weghält, ist Patricias Babybauch zwar klar zu erkennen, aber tatsächlich macht sie einen noch sehr beweglichen Eindruck. Dass sie nach wie vor Tanzperformances zum Besten geben kann, überrascht bei ihrem Anblick keineswegs. Weiterhin hat Alex Andrew den Beitrag übrigens mit den Worten „Ich bin so stolz auf dich“ versehen. Womit er selbstverständlich ebenfalls seine baldige Ehefrau meint. Zudem schreibt er „einfach topfit und stark, pure Maschine“. Zur bevorstehenden Choreografie verrät dann die ehemalige Miss Litauen der Bild: „Alles dreht sich um Liebe und Respekt vorm Leben, das wir unserem Sohn schenken. Der Name Noelis sei aus dem Französischen abgeleitet und bedeute so viel wie der Königliche.“ Let's Dance Paar im Stress, in Leipzig will das Let's Dance Paar alles geben. Über Instagram teilte Alex Andrew auch ein Update von den Vorbereitungen. Die bittere Wahrheit sei demnach, dass beide definitiv müde vom vielen Proben sind. Nach der WM wartet auf die beiden nämlich auch noch eine Darbietung in Salzgitter am Sonntag.